Hallo und willkommen zurück beim Videolernzyklus zu Multiplizieren mit natürlichen Zahlen. In diesem Video geht es um das schriftliche Multiplizieren, wobei wir uns diesmal nur mit Rechnungen beschäftigen werden, in denen ein Faktor sicher einstellig ist. Hallo, wir kennen uns ja schon. Ich bin Nathalie. Ich habe ja schon erzählt, dass ich nächste Woche Geburtstag mit meinen 8 Freunden feiere. Ich habe nur noch so viel zu organisieren. Ich habe etwa ein Spiel erfunden, das ich mit Ihnen spielen möchte. Dafür braucht jede Person 265 Murmeln. Ich spiele auch mit, also brauche ich die 265 Murmeln 9-mal. Nur, wie berechne ich das jetzt? Das ist ganz einfach. Wir schauen uns das am besten Schritt für Schritt an. Die 265 können wir jetzt legen in 200 plus 60 plus 5. Wir können nun in der Rechnung 265 dadurch ersetzen. Wegen dem Distributivgesetz multiplizieren wir die 9 mit jedem einzelnen der Summanden. Falls du das Distributivgesetz noch nicht kennst, sieh dir gerne dazu erst das oben verlinkte Video an. Beginnen wir mit 200 mal 9. Ich schnappe mir die 2 und rechne 2 mal 9, das ist 18. Dann verschiebe ich noch um 2 Stellenwerte nach links. Das Ergebnis ist also 1800. Als nächstes rechnen wir mit 60 mal 9. Das ist 540. Zum Schluss bleibt uns noch die 5. 5 mal 9 ist 45. Die Rechnung können wir also auch schreiben als 1800 plus 540 plus 45. Führen wir diese Addition durch, erhalten wir das Ergebnis 2385. Nichts anderes machen wir, wenn wir schriftlich multiplizieren. Dazu schreiben wir bei unserer Multiplikation mit Hilfe des Vertauschungsgesetzes die größere Zahl nach vorne. Das haben wir hier bereits gemacht. Die 265 steht bereits vorne. Darunter ziehen wir einen Strich. Vorhin haben wir die Zahl aufgespalten und mit der Hundertstelle begonnen zu rechnen. Nun ändern wir die Vorgangsweise und beginnen mit dem Einer. Das dürfen wir aufgrund des Vertauschungsgesetzes. 5 mal 9 ist 45. Das schreiben wir stellengleich unter die 265. Das heißt, der Einer der 45, also die 5, kommt unter den Einer von 265. Und der Zehner, also die 4, kommt unter die Zehnerstelle. Als nächstes rechnen wir mit der Zehnerstelle von 265. Bei der vorherigen Rechenvariante haben wir bereits gesehen, dass wir dabei nicht 6 mal 9, sondern 60 mal 9 rechnen. Es ist ja wie gesagt die Zehnerstelle. 60 mal 9 ist 540. Das schreiben wir wieder in die nächste Zeile, wobei wir wieder Stellenwert unter Stellenwert schreiben. Nun fehlt noch die Hundertstelle. 200 mal 9 ist 1800. Und das kommt noch in die dritte Zeile. Nun addieren wir die drei Zeilen noch und erhalten das Ergebnis 2385. Stoppe nun das Video und versuche selbstständig 3065 mal 4 zu rechnen. Mache es genauso, wie ich es dir gerade gezeigt habe. Super! Hier siehst du den rechten Weg zum Überprüfen. Wenn du das gut kannst, dann wirst du auch mit der Version gut zurechtkommen.